So, es geht weiter bei Let's Play Spyro the Dragon. Es ist schon wieder etwas her, wo ich aufgenommen habe, aber auch egal. Habe ich denn das letzte Mal stehen geblieben? Mal eben in den Bestand reingucken. Ice Claver, Nightflight, Clifton und Dry Canyon. Ich glaube, das wär's dann, glaube ich, auch schon hier in dieser Welt. Ups. Oder irre ich mich da? Ne, Dr. Champ habe ich noch gar nicht. Begegnung mit Dr. Champ. 1400 brauche ich auch nur. Ach ja, das Level. Ich kann mich erinnern. Mit dem Verrückten. Indem ich selber mal runterfalle. Das Level ist lustig. Ja, Dr. Shen. Also das sind echte Verrückte. Das sind schon echte Verrückte. Mir ist das Sound schon ein bisschen zu laut. Oh, besser. So und so. Und schon haben wir auch dort das Geld. Juwelen. Renning! Ha! Oh! Ja, komm nicht in die Nähe von Big Mama. Ich weiß nicht, da hinten konnte man glaube ich nicht sein. Gibt's hier irgendwie was? Ja, wie? Jede Menge. So, wir flattern erstmal hier hoch. So, kurzer Ausblick. Ah, da hinten können wir aber aufhören. Hier gibt es nämlich einmal 25. Dann können wir hier hoch. So, und da hinten kommen wir, glaube ich, Mist dran. Noch Mist. Dum, 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 dum. Da haben wir auch schon unseren ersten Drachen. Nämlich Trondo. Dieser Typ hält sich für so cool. Du kannst dir nicht vorstellen, wie es war, ihm zuhören zu müssen. Aber eins kann ich dir sagen. Er sollte sich besser vorsehen. Jupp. Kamera. Danke. So. Sonst ist hier nichts. Nase, lass es sein. Ja, sie hört sogar auf mich. Hallo?
Ja, man sollte sich vielleicht auch seine Rücken kühlen. Aber sonst hier keine Juwelchen? Gibt's 300? Tatsache. Ups. So. Damit hätten wir schon mal einiges. Dann bis da hinten noch die Truhe. Und dann war's das, glaube ich, auch schon in diesem Level. Müssten hier noch 25 Stück drin sein. Ja, ein 25. So, dann müssten wir aber jetzt zurückfliegen, aber nicht gegen den Schlimmsten da. So, 300! Und rein ins Wasser. Ich glaube, ich sollte irgendwann mal ein bisschen Leben mir sorgen. Nicht, dass es heißt Gammel Uwe. No. So, ich glaube, das war's jetzt auch hier. Ich glaube, mehr gibt es hier tatsächlich nicht mehr. Egal, wir können jetzt weiter. Und damit... Gute Arbeit, Spyro. Eines Tages wirst du vielleicht ein echter Drache. Komm an Bord und flieg mit mir in die Welt der Magic Crafters. Ja, dann wollen wir mal in die Magic Crafters Welt. Magic Crafters Welt. Ja, ich glaube, hier muss man jetzt Eier suchen. Ich glaube, 3 insgesamt oder so. Und dort haben wir natürlich schon den ersten. Dieser Eierdiebe. Aber erstmal befreien wir Kosmos. Willkommen in der Magic Crafters Welt. Bitte befrei die Drachen. Finde unseren Schatz und nimm diesen elenden blauen Dieben die Dracheneier ab. Ich weiß gar nicht, wie viele Dracheneier es jetzt insgesamt gibt. Oh, oh, das ist auch so lustig. So. Das ist ein Nummer 5. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie es in der letzten Welt ist. Also das jetzt ist jetzt Level 3, Welt 3. Und ich glaube, es gibt insgesamt 6. Ja, Magic Crafters ist auch so eine eigenartige Welt. Also hier ist es so... Hier gibt... Oh ja, noch ein Eierdieb. Ah, da haben wir ihn auch schon. Das ist schon ein Nummer 6. Ja, da braucht man nicht Au zu sagen, sondern das ist einfach so. Diese Plattformen sind auch genial. Das glaube ich, sagt er auch schon. Wenn du diese Pfeile siehst, kannst du einen Supersprint starten.
Supersprint. Klasse. Los, versuch's mal. Ja, Supersprints. Supersprints sind quasi Schnelllaufaktionen und man kann, glaube ich, damit auch sehr, sehr weit springen. Also es ist sehr, sehr hilfreich. Was sagt denn Boll da? Diese Pforte führt zu einem besonderen Ort, an dem du fliegen lernst. Ich weiß noch, als ich ein ganz junger Drache war und mir meine Flügel verdiente. Fliegen lernen. Alles klar. Und mein Telefon klingelt. Dann würde ich sagen, mache ich hier einen kurzen Cut und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. So, und da bin ich auch wieder. Was sammeln wir hier? Crystal Flight. Dann wollen wir mal ein bisschen fliegen lernen. Die restlichen Juwelen mache ich ein andermal. Ah, so, das ist, sowas ist das. Ringe fliegen! So. Aber das kennen wir ja schon irgendwie. Da. Wow. Nein! Schade. Ja, versuchen wir mal die restlichen Sachen. Nehmen wir erstmal das auf. Flugzeug! So, und dich dann noch und... jedes zweite verpasse ich hier. Oder dritte. Brutze, 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 brutz. Flieg, flieg. Geht nach oben. So und das und das und das und dann haben wir auch schon alles. Ja, den Rest kriege ich sowieso nicht mehr. Egal. Ja, wie das mit den alles in eins ist, das werde ich versuchen offscreen mal zu machen. Aber nicht so während der Aufnahme. Ich glaube nicht, dass ich das so packe. So, wie war das nochmal? Ach ja. Au. Das ist auf jeden Fall unser Ballonfahrer. Oh. Und Schnabbelabub. Da müsste ich doch gleich erstmal einen Cut einlegen. Denn das Ganze ist hier schon fast zu Ende. Nehmen wir noch den Schlüssel auf und sagen, bis zum nächsten Let's Play Part, Blood SFB, meldet sich ab.